Sagenhaft, dieser Thüringer Wald. Herzlich willkommen zu einer Reise. Ich besuche Orte, in denen Geschichte lebendig wird. Ich treffe Menschen, die mit Leidenschaft und Einfallsreichtum dafür sorgen, dass ihre Region eine der schönsten in ganz Deutschland ist. Vor allem aber lasse ich mich überraschen. Was müssen die Menschen gedacht haben beim Anblick des Thüringer Waldes damals, sagen wir vor 1000 Jahren? Der unbekannte Wald. Tief, undurchdringlich und wild. Unzählige Sagen ranken sich seit Jahrhunderten um diesen Teil Mitteldeutschlands. Eine Region, die Künstler und Gelehrte inspiriert hat. Eine Region, die nicht mehr unbekannt, sondern längst ein beliebtes Urlaubsziel geworden ist und dabei doch bis heute manch Geheimnis birgt. Ich will ihn kennenlernen, den Thüringer Wald. Und wo könnte ich meine Reise besser beginnen, als an dem Ort, von dem aus schon unsere Ahnen Erkundungstouren ins tiefe Grün unternahmen? Arnstadt, das Tor zum Thüringer Wald. Seit über 1300 Jahren führt von hier der Weg in den Thüringer Wald. Aber Arnstadt ist nicht nur das Tor zum Wald, es ist auch die älteste urkundlich erwähnte Siedlung Thüringens. Natürlich hat sich seitdem hier viel verändert. Aber wo, wenn nicht in Arnstadt, kann man am besten in die thüringische Geschichte und in die Geschichten dieses Landstrichs eintauchen? Obwohl die Stadt im 16. und 17. Jahrhundert gleich zweimal nahezu abbrannte, gibt es noch heute einen historischen Stadtkern, der seinesgleichen sucht. Arnstadt beflügelte Dichter und Musiker. In dieser Apotheke zum Beispiel lernte der Märchen- und Sagenerzähler Ludwig Bechstein. Er selbst sagte mal, dass Arnstadt in ihm die Rose des Dichtens erblühen ließ. Der berühmteste Name der Stadt allerdings ist Johann Sebastian Bach. Der Komponist hatte als 18-Jähriger hier in der Bachkirche seinen ersten Arbeitsplatz als Organist. Doch nicht nur zur Zufriedenheit der Kirchenbehörde. Noch heute erzählt man sich die Geschichte, dass der junge Musiker auf der Orgelempore mit einer Jungfer gesehen wurde. Heute sind die Leute stolz auf ihren Bach und ließen ihm sogar ein Denkmal errichten, mitten auf dem Marktplatz. Durch das Arnstädter Riedtor führten schon immer wichtige Handelsstraßen ins Gebirge. Die Stadt war Warenumschlagpunkt für Händler aller Art. Am Riedplatz sieht man noch heute das Bildnis des heiligen Christophorus, dem Schutzpatron der Reisenden. Hier am Arnstädter Riedtor haben die Reisenden einst Rast gemacht und sich Kraft geholt, bevor sie sich in den sagenumwobenen Wald wagten. Durchs Hügelvorland hinein ins tiefste Grün. Von hier ist es nur noch ein Katzensprung zu all den Attraktionen und Naturschauspielen, die jedes Jahr Besucher aus aller Welt in diesen Teil Thüringens locken.